Hallöchen Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns das Video an, wenn du depressiv wirst. Oh, so deep heute. Von hier ist Arnold. Let's go rein da. Lasst gerne Daumen hoch, wenn ihr mehr von Arnold haben wollt. Los geht's. Ein wunderbarer Morgen. Darf ich vorstellen? Hey, Arnie, wo bist du hin? Mach dich bereit, Arnold. Ein neues Experiment wartet. Was ist das für ein Experiment? Wie ein Mensch schmeckt, gekocht oder was? Das ist für ein Video dann. Was war der Plan? Auf dich. Eine Badewanne voll mit kochendem heißem Wasser. Und toten Piranhas. Oh, ja, Squid Game. Kommt ja auch bald Staffel 2 im Oktober. Ich bin so hyped. Hör auf Netflix zu schauen und hör auf Susi zu texten. Hm? Sie wird dir sowieso nicht antworten. Sein Finger ist immer noch weg. Ist es jetzt von letzter Folge noch irgendwie übertragen? Och man, ey, diese Kacke. Was denn das? Wer hat nicht... Oh. Warum ist das manchmal so, hä? Ist in letzter Folge noch irgendwie übertragen mit dem Finger? Weiß ich nicht mehr. Gab es da eine Susi auch? Ich glaube, das ist auch eine Susi. Aber hier sehen wir sogar auch die... Hier sehen wir sogar die Sprache auch. Susi, hello, hello, hi, let's go to cinema. To cinema auf jeden Fall. Aber wenn ich so voll spamme, da steht auch keinen Bock drauf. Komm schon. Was? Okay. Echt jetzt? Wirst du sie endlich treffen? Oh, was für ein Trottel. Du bist echt deprimiert. Ah, mein Auge! Ah, was soll das? Kumpel, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit 300 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind. Das sind etwa 4% der Weltbevölkerung. Depressionen entstehen durch einen Mangel an Neurotransmittern im Gehirn. Ah, guck mal, ich sogar den YouTube-Button hier beworben hier, dass sie den goldenen haben. Das ist ein Dankeszeichen, dass sie den auch mit flexen können, weil sie haben ja keine Wohnung, wo sie denn dran zeigen können, dass sie einen Play-Button hätten. Selbst ich kann es nicht mehr machen, wenn ich den haben würde. Wo soll ich ihn hinhängen? Kein Platz. Aber hier hinten sogar auch die Nachricht von Susi hier, dieses Okay mit der Klammer an der Wand. Nettes Gimmick. Und hier der Play-Button hier. Hm. Entstehen durch einen Mangel an Neurotransmittern im Gehirn. Also Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Ohne diese natürlichen Botenstoffe machen die schönsten Dinge des Alltags keinen Spaß mehr. Und alles um dich herum wird grau. Und all das kann sehr tragisch enden. Arnold, du hast Millionen von Fans auf YouTube. Wozu brauchst du... Ja, genau. Das ist das, was dich motiviert. Millionen von Fans auf YouTube. Das ist es, Leute. Das ist es. Bist du denn das jetzt? Sei nicht depressiv. Du hast Millionen von Fans. Komm zu mir, Kumpel. Ich werde dich umarmen. Depression... Warte mal, war nicht gerade Arnold vor der Klippe gestanden? Und wollte runterspringen. Er geht der Kamera vor ihm und sagt, komm her. Hat ihn jetzt so runtergeschubst oder was? Unter sich gezogen? Depressionen sind nicht nur Stimmungsschwankungen. Das ist eine echte Krankheit. Um sie zu behandeln, musst du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Am besten einen Psychiater. Antidepressiva können dir helfen. Ja! Super! Beim Psychiater ist es immer so. Diese Pups und die Nase. Ja, genau. Also du kannst Susi ganz schnell vergessen wieder, Arnold. Das ist deine Medizin auf jeden Fall. Super, dankeschön. Oh Mann, ey, warum? Wie dieses Pendel haben gerade die Pups genauso dung-dung gemacht. Ah, okay. Ah, yeah. Aber sei vorsichtig. Manche können süchtig machen. Fang an, ins Fitnessstudio zu gehen. Bewegung ist das Beste. Ja, mein Onkel zum Beispiel hat auch... jetzt nicht gerade Depression, aber der hat, wie heißt es, Parkinson gehabt und hat auch gedacht, viel ist auch abhängig davon geworden. Und dadurch entwickelst du auch Süchte, sowas wie Spielsüchte und sowas. Weil zum Beispiel bei Parkinson hast du auch Dopaminmangel im Hirn und durch diese Medikamente kriegst du auch viel mehr Dopamin, weil das auch zuständig ist mit Koordination auch so ein bisschen, glaube ich. Ich google gerne, wenn ich wieder falsch liege. Aber wenn du halt zu viel davon nimmst, hast du zu viel Glückshormone im Hirn, dann hast du halt diese Überdosis. Und wenn du halt keine Medikamente mehr hast, die das kompensieren, ist wie eine Droge, dann musst du ja woanders dieses Dopamin, diesen Kick herkriegen. Dann halt durch Spielsucht und alles mögliche, süchtig halt, ne? Ja. Um die Symptome einer Depression zu verringern. Und ändere deine Ernährung. Iss mehr dunkle Schokolade, Meeresfrüchte, Nüsse und Früchte. Triff dich mit deinen Freunden, leg dir ein Haustier zu und geh mit ihm im Park spazieren. Jetzt, wo sich alles in deinem Nervensystem stabilisiert hat und deine Glückshormone... Was mit Arnold passiert? Hey, warum ist er so bufft, Allah? Hat er trainiert, ist so breit? Was passiert? Stiernackenkommando oder wie? Ach du Heiliger. Und auf ein normales Niveau zurückgekehrt sind, erstrahlt die Welt in neuen Farben. Und warum haben die Angst vor ihm? Weil er ein Krokodil hat? Ne, die gucken ihn ja an. Hä? Er ist doch übelst der Mann jetzt. Übelst der Macker.
Jetzt, wo du in besserer körperlicher Verfassung bist, fangen die Mädchen sogar wieder. Vor allem, er ist einfach Jacket Stone, stimmt jetzt, denn der hat ein Krokodil, was er alleine zieht. Ha! Einfach Jacket Stone! An dich abzuchecken, Kumpel. Ist das Susi? Sie ist bereit, dich kennenzulernen. Schnell, antworte ihr. Jetzt werden sie die ganze Zeit voll. Arnold, hallo, hallo, hi, let's go to cinema. Beim Tu wieder. Und sag ihr, dass du hier wie ein Pudel wartest. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte hilf meinem armen Kumpel Arnold. Du kannst ihm ein paar Likes geben. Für Arnie ist das die beste Medizin. Ich kann mir das gar nicht mit ansehen. Wird gegessen, auch vom Krokodil. Na gut, lass gerne hoch da. Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach mal wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätte ich's schon gemacht. Denn yo.